Hallo, hier ist Muho wieder und es geht weiter mit meiner Besprechung dieses Buches. Na, Besprechung ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber ein paar Worte wollte ich dazu sagen. Da mir die Autorin das Buch zugeschickt hat. Der Grund dafür war, ich habe bei Twitter meine Überraschung zum Ausdruck gebracht über den Titel, weil es ja gar nicht der Titel dieses Buches ist, sondern ihres Debütwerkes. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Brüste und Eier im Deutschen so verstanden wird wie im Japanischen. Ich weiß nicht, woran der deutsche Leser oder die deutsche Leserin als erstes denkt, wenn sie das Wort Eier hört in der Kombination mit Brüsten. Gemeint sind in erster Linie die Eier, über die nur Frauen verfügen, die Eier im Eierstock. Nebenbei dann auch kommen auch noch Eier, wie man sie im Supermarkt kaufen kann, in dem Roman vor. Was nicht gemeint sind, sind die Eier, die wir Männer haben. Insofern der Titel vielleicht ein bisschen missverständlich oder auch manche würden ihn als reißerisch empfinden. Als vor einigen Jahren mein zweites Buch beim Berlin Verlag herauskam, Das Meer weist keinen Fluss zurück, da war ich auch auf Deutschlandtour, um das vorzustellen. Und damals sagte mir einer, der mir begegnet ist, also dein erstes Buch, das gefiel mir echt total gut. Und dann fragte ich ihn, ja, und wie ist es mit dem neuen Buch? Und da sagt er, wie soll ich sagen, es ist einfach kein Männerbuch. In dem zweiten Buch geht es, naja, um Liebe. Und ja, für viele ist das vielleicht kein Männerthema, obwohl ich nie auf die Weise darüber nachgedacht habe. Insofern bei diesem Buch, da kann man wahrscheinlich auch sagen, dass es kein Männerbuch ist, obwohl die Autorin sagt, dass zu ihrer Überraschung in Japan viele Männer, vielleicht waren es sogar mehrheitlich Männer, aber zumindest mehr als sie erwartet hat, Männer das Buch offenbar gefallen hat. In den deutschen und auch anglosächsischen Feuilletons wird es eher unter der Rubrik immer Feminismus, feministische Literatur besprochen. Ich weiß nicht, wie die Autorin selber darüber nachdenken würde. Also es stimmt natürlich, es ist eine weibliche Autorin und die drei Protagonistinnen im ersten Teil und im zweiten Teil kommen dann noch andere dazu. Die meisten davon sind Frauen, also Literatur von einer Frau aus einer weiblichen Perspektive. Was aber nicht heißen muss, dass es nur für weibliche Leser gedacht ist. Zum einen geht es natürlich, zumindest im ersten Teil auch darum, um die Entdeckung des weiblichen Körpers von einem jungen Mädchen während der Pubertät, dem Wunsch nach einer Brustvergrößerung. Und dann im zweiten Teil, der der längere Teil ist und der neue Teil, der vor einem Jahr dazugekommen ist, geht es um den Wunsch nach Kinder, aber ohne einen Mann. Also die Protagonistin Natsuko sagt, ich will keinen Mann, ich will auch keinen Sex, aber ich will ein Kind. Und es geht dann auch um die philosophische Frage, ist es ethisch überhaupt richtig, Kinder in die Welt zu setzen? Denn ja, man verursacht ja sozusagen ungefragt, dass da eine
sozusagen aus dem Nichts heraus eine Existenz erscheint, die, wenn der Buddha recht hat, in erster Linie ja auch Leiden bedeutet. Kann ich das als Elternteil überhaupt verantworten, jemanden da hinauszuwerfen in die Welt, ohne den vorher gefragt zu haben? Und in dem Fall von Natsuko ist es ja auch noch die besondere Situation, dass dieses neue Leben seinen Vater nicht kennen wird. Und offenbar in Japan auch nicht das Recht hat, wie vielleicht in anderen Ländern, seinen biologischen Vater kennenlernen zu dürfen. Kann ich das überhaupt ethisch verantworten? Das ist die Hauptfrage in diesem Buch. Darf man das überhaupt ungefragt einen Menschen gebären? Wobei natürlich dagegen könnte man einwenden, ja, aber geht ja gar nicht anders. Geht ja gar nicht anders. Wie soll ich jemanden fragen, ob er denn geboren werden will, bevor ich ihn gebäre? Man kann es nur bedingungslos. Auf Teufel komm raus sozusagen. Tun. Oder man sagt, ja, keine Kinder. Und da ist sie offenbar stark auch beeinflusst worden, besonders bei der Figur, die Yuriko. Yuriko Zen heißt in dem Buch. Zen bedeutet in dem Fall nicht das Zen von Zen-Buddhismus, sondern Zen bedeutet in dem Fall das Gute, also die gute Yuriko sozusagen. Bei der guten Yuriko, der Yuriko Zen, ist sie sehr beeinflusst worden von einem Philosophen, der Benatar heißt, aus Südafrika. Und was der vertritt, heißt wohl in der Branche Antinatalismus, also gegen das Gebären. Findet man schon bei Schopenhauer und anderen Philosophen, aber ist wohl, ich weiß nicht, wie es in Europa und Amerika ist, aber auch in Japan zurzeit sehr populär. Kinderarmut nicht als ein Problem zu begreifen, sondern sozusagen als dazuzustehen. Und wenn die Menschheit ausstirbt, das muss ja kein Verlust sein. Im Gegenteil. Vielleicht ist es sehr viel besser für unseren Planeten und das Universum als Ganzes. Ohne Menschheit weniger Probleme, ne? Also bei Bob Marley hieß es ja No Woman, No Cry. Das Gleiche könnte man über die Menschheit als Ganze sagen. Nicht nur für den Rest des Planeten, als auch für die Menschen, die dann nicht mehr existieren würden. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass die Autorin selber keine eingefleischte Antinatalistin ist. Sie hat selber ein Kind. Also sie bezieht da keine klare Stellung. Also ich würde nicht sagen, nee, Antinatalismus ist falsch. Sie sagt aber auch nicht, das ist richtig. Insofern ist es in alle Richtungen offen und es fällt auch nicht in die Kategorie Feminismus, zumindest nicht unter das, was ich unter Feminismus im engen Sinne verstehen würde. Und vielleicht verkauft sich das Buch ja auch deshalb so gut im Moment, weil es eben ganz anders ist als das, was wir bisher unter dem Namen Feminismus gekannt haben. Aber darum geht es der Autorin, glaube ich, nicht so sehr, obwohl es für sie schon wichtig ist, dieses Problem aus der weiblichen Perspektive, ihrer eigenen Perspektive heraus zu erzählen. Und ich glaube, man findet sowohl in den Protagonisten des ersten Teils, Midoriko, Makiko und Natsuko heißen die, viel von ihr und ihrer eigenen Geschichte, als auch dann im zweiten Teil.
Ihr eigenes Kind ist ja auch noch keine 10 Jahre alt. Das heißt, als sie den ersten Teil geschrieben hatte, da hatte sie selber noch kein Kind. Und sie hat auch früher als Hostess in einer Bar gearbeitet, so wie die Makiko. Sie schreibt aber auch, dass das, was die Midoriko, die 12-Jährige, da so in ihr Tagebuch schreibt, dass das auch in vielen wieder das wiedergibt, was sie selber in ihrer Pubertät überlegt hat. Also, wie gesagt, kein Männerbuch, glaube ich, aber ein Buch, das vielleicht auch manche Männer anspricht. Und falls es irgendwelche weiblichen Zuschauer hier gibt, bitteschön, ein Versuch ist es wert. Und wie gesagt, die deutsche Übersetzung gibt vielleicht nicht alles wieder, was man im Japanischen so finden kann, aber ich glaube, es ist eine gut gelungene Übersetzung. Okay, ich mache erstmal Schluss, da wir schon kurz vor der 12-Minuten-Grenze sind.